Okay, was heißt westlicher Abhang? Das heißt, dass der vielleicht auch hier sein könnte? Oder wie? Oder nicht? Irgendwas hat sich verändert? Nee. Ich kann auf Ziel verfolgen gehen, ich Depp. Manchmal zweifle ich an mir selbst. Ach, ernsthaft. Kam in die Richtung. Immer geradewegs auf ihn zu. Okay, das sieht nicht gut aus. Hier liegt ein Stück rohes Fleisch. Wo ist der nächstgelegene tiefrote Quarz? Da unten. Kann ich mehr als einen sammeln? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt die Macht von zweien oder nur von einem? Ich schätze, wir sehen es, wenn ich... hier oben ankomme. Und das Ding weg ist. Und hier brauche ich sowieso keins. Ist hier in der Nähe eins? Vielleicht hier unten. Even better than I imagined. It's my lucky day. Oh, ja, 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 ja. Ernsthaft. Ernsthaft. Hier war ich vorhin, oder? Hier war das Dingens, das Monsterchen. Schaffe ich's, wenn ich mich beeile, schaffe ich's mit dem Achat? Nach da drüben. Adventure time. Dem Quarz. Kommt. Adventure time. Nein! Oh, dafür brauche ich gar keins. Auf dem Weg hierher ist nichts Schlimmes passiert. Das Wetter bleibt in der Tat schön. Es scheint, dass sich mein Los gewendet hat. Vielleicht kann ich doch noch zum Gipfel aufbrechen. Ich werde es einfach probieren. Wenn etwas passiert, werde ich sofort umkehren. Das ist das zweite Lager. Okay. Ist das drin? Oder draußen? Von wo komme ich da am besten ran? Von hier? Aus? Off
Nein. Von hier aus? Ich weiß, sie stehen nicht darauf, dass man klettert. Da kommt man von hier aus ran. Oh, ich höre jemanden meckern. Oh! Das sieht immer noch nicht gut aus. Wie lange war dein Vater weg? What's the hurry? Der Schneesturm vom Gipfel war zu schnell da. Ich hatte kaum genug Zeit, um mich in diese Höhle zu schleichen. Die Hälfte meiner Vorräte ging auch verloren. Ich verstehe auch nicht, warum, aber die Felsen über der Höhle sind plötzlich eingestürzt und haben den Eingang mit einem herabstürzenden Geröll verschlossen. Das ist schrecklich, aber ich glaube, dass es für mich einen weiteren Ausweg gibt. Das andere Ende dieser Höhle ist zwar eine Klippe, aber darunter liegt nichts als tiefer Schnee. Wenn ich versuche, eine gewisse Strecke nach unten zu klettern und dann den Rest des Weges springe. Meine Vorräte reichen nicht länger als ein paar Tage, ich muss schnell handeln. Aber ich habe Joel versprochen, dass ich ihn mitnehmen würde, um den Schnee zu bestaunen. Ich werde dieses Versprechen nicht brechen. Oh ja, falls jemand diese Zettel sieht, bitte legt etwas Futter in den Futternapf für diese Füchse. Sie leisteten mir die ganze Zeit Gesellschaft, als ich hier eingeschlossen war. Wenn ich die Chance habe, würde ich Joel gern mitnehmen, um sie wiederzusehen. Futternapf? Das ist auch Teil der Aufgabe. Okay, das ist jetzt doch etwas düsterer gewesen, als ich dachte. Lohnt es sich das eigentlich? Nee, wir sehen uns später. Das heißt, der ist dann wieder hier raus? Ich sehe lauter Herausforderungen. Das Schlummerdrachental. Ah, da war ich auch noch nicht. Na, endlich Ruhe. Adieu. Ich gehe da raus und berichte. Du bist neu. Wenn mir nur jemand helfen könnte. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht so mit dir, so mit mir selbst reden. Ich habe das hier gefunden. Hm? Oben auf dem Werk? Lass mich mal sehen. Oh, was für ein Fund. Das ist ein unermesslicher Schatz. Schatz? Schatz? Eine Schatzkammer des Wissens für den Historiker, meine ich.
Ich habe einst auf einer Forschungsreise einige alte historische Chroniken gelesen. Ich erinnere mich an eine davon, die aus der Zeit vor dem Vororde von Vonius stammte. Darin wird von einem Trupp gesprochen, der von den Aristokraten entsandt worden war, um die Berge zu untersuchen. Aus irgendeinem Grund liefern die Chroniken jedoch kaum Details darüber, was der Forschungstrupp herausgefunden hat. Wenn das eins der von diesem Forschungstrupp erstellten Protokolle ist, wird es als außerordentlich wertvolle historische Quelle für Gelehrte dienen. Wärst du bereit, noch einmal in die Berge zu gehen und zu untersuchen, ob du noch mehr von ihnen sicher finden kannst? Sicher doch. Aufgrund dessen, was ich hier lese, untersuchte das Team insgesamt 3 Standorte. Einer davon war dort, wo du dies gefunden hast, also bleiben noch 2 weitere Orte. Mal sehen, hier und hier. Ich habe sie auf deiner Karte eingezeichnet. Danke, dass du damit einverstanden bist. Bitte sei vorsichtig da draußen. Okay. Okay. Hey, Joel. Wie lief es? Gibt es Neuigkeiten von Papi? Wir haben das hier in der Höhle auf dem Gipfel entdeckt. Papi, nein, das darf nicht sein. Papi ist ein großer Abenteurer. Er käme sicher auch so aus einer Klemme wie dieser heraus. Er schrieb doch, dass er auf einen Weg den Berg heruntergefunden hatte. Nicht wahr? Er muss es sicher nach unten geschafft haben. Das muss er. Ich glaube, dass er es sicher nach unten geschafft hat. Ganz genau. Er muss es geschafft haben. Vielleicht ruht er sich gerade noch aus. Oder er hat vielleicht einen neuen Lagerplatz auf dem Gipfel erreicht und macht dort gerade eine Pause. Wie dem auch sei, ich bin sicher, sobald er sich ausgeruht hat, wird Papi kommen und nach mir suchen. Ich werde hier auf ihn warten. Danke übrigens, dass du mir geholfen hast. Hier, die sind für dich. Okay. Okay, und mit dieser düsteren Note verabschiede ich mich für heute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sonst noch im Feuertopf haben möchtet als Zutat. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch abonnieren und an der Glocke bimmeln, aber nicht zu oft bimmeln. Und wir sehen uns das nächste Mal. Winke, winke!